Spätestens in Avengers Endgame waren eine Menge Marvel-Fans etwas verwirrt. Wo es cool ist, Captain America als würdig Mjolnir, also Thors Hammer, zu heben, zu sehen, verwirrte es einige, dass dieser auch die Kräfte von Thor, also Blitze, Schleudern und Co. nutzen konnte. Gerade weil ja Thor Ragnarök eigentlich gerade erst eingeführt hatte, dass Thor seine Kräfte eben nicht durch den Hammer bekommt, sondern in sich selbst trägt. Dass sowohl Groot als auch Thanos außerdem noch Stormbreaker herumtragen können, sorgte für noch mehr Verwirrung. Und genau diese will ich heute aufklären. Ich erzähle euch heute die Funktionsweise und die Geschichte von Mjolnir im Marvel-Universum, Comic- sowie Filmuniversum. Und nach diesem Video werdet ihr verstehen, wie genau der Hammer eigentlich funktioniert und wer ihn weshalb, wann, warum heben kann. Aber bevor wir zur Funktion kommen, müsst ihr wissen, Mjolnir ist nicht einfach irgendein Hammer. Er hat eine sehr lange Geschichte. Im Marvel-Filmuniversum erfahren wir nicht allzu viel über Mjolnirs Ursprung. Der Hammer wurde von Zwergen in Nidavellir geschmiedet, im Herzen eines sterbenden Sterns, aus dem magischen Uru-Metall. Bevor der Hammer seinen Weg in Thors Hand fand, nutzte ihn Hela an der Seite Odins bei deren Eroberungszug durch die Nine Realms. Nachdem der aufstrebende Thor gemeinsam mit den Warriors 3 und Loki auf Jotunheim einfiel und Thor seine immense Arroganz an den Tag legte und einen Krieg mit den Eisriesen provozierte, verbannte Odin ihn. Er belegte hier auch Mjolnir mit einem Fluch aus der Odin Force. Wer immer sich als würdig erweisen sollte, soll Mjolnir als Waffe tragen können und bekäme die Kräfte Thors. Später erfahren wir zusätzlich in Thor Ragnarök noch, dass es eben nicht der Hammer ist, der Thor seine Kräfte verleiht, er dient lediglich als eine Art Katalysator dieser Fähigkeiten und half ihm diese eben besser zu kontrollieren und zu fokussieren. In den Comics ist diese Geschichte tatsächlich sehr ähnlich. Die Zwerge Eitri, Brock und Buri schmiedeten Mjolnir aus Uru in der Hitze eines Sterns. Der Brocken-Uru war einst ein Geschenk der Zwerge von Nidavellir an Odin, und dieser verbannte dann später den Gott Tempest in diesen Brocken, nachdem er Asgard attackierte. Dies verlieh dem Uru-Klumpen nochmal besondere Fähigkeiten. Nach 17 Wochen des Schmiedens in einem Stern war Mjolnir fertig und der Stern, in dem die Zwerge diesen schmiedeten, explodierte und löschte wohlmöglich die Dinosaurier auf der Erde gleich noch mit aus. Der sagenumwobene Komet warf Vermutungen nach Mjolnir, der nach Midgard, also zur Erde, geschleudert wurde und die Dinos auslöschte. Odin sammelte den dann hier wieder auf und nahm ihn mit nach Asgard. Doch als er ihn zum allerersten Mal ausprobierte, zerstörte er beinahe komplett Asgard, da der Gott Tempest, der Sturm, immer noch im Inneren des Hammers am Leben war und ihn daher unkontrollierbar machte. Hier legte er erstmals einen Bann auf den Hammer, der es niemandem erlaubte, diesen zu heben. Nun lag der Hammer Ewigkeiten im Vault von Asgard herum, bis letztlich der Gott im Inneren doch irgendwann starb, jedoch seine immense Kraft im Hammer zurückließ. Odin nutzte hier noch einmal seine Odin Force, um weitere sehr starke Zauber auf den sowieso schon starken Hammer zu legen, um ihn noch mächtiger zu machen. Mit dieser Waffe erschlug er dann später den König der Eisriesen Lorfey. Aber wenn ihr jetzt richtig krasse Comic-Fans seid, dann fällt euch sicher auf, dass ihr eine ganz andere Story kennt oder vielleicht sogar zwei, drei andere Stories. Das liegt einerseits am Ragnarök-Zyklus, der mehrere Thors im Hauptuniversum platziert, und andererseits an Marvels Multiversum, wo ja alles von Universum zu Universum anders ist. Diese Story hier ist die aktuellste. Im Original hatte Odin den Hammer als Geschenk für Thors Volljährigkeit geplant und stellte ihn an diesem Tag auf die Probe. Dieser Bann der Würdigkeit, der kam, als Thor dann viel später langsam mal lernen musste, was eigentlich Menschlichkeit und Demut bedeutete, und so verbannte Odin Thor auf die Erde und löschte dessen Gedächtnis vollständig aus. Er fand sich als Donald Blake wieder, ein Arzt in New York. 10 Jahre lang lebte er als Donald Blake mit einer neuen Identität und lernte, was es bedeutet, sich um andere zu kümmern und schwach zu sein, denn Donald hatte eine körperliche Behinderung an seinem Bein. Erst als er dann würdig war, sollte er eines Tages auf einem Norwegen-Urlaub in einer Höhle landen und einen Stock finden. Als er diesen in die Hand nahm und gegen etwas schlug, verwandelte er sich in sein wahres Ich, und auf dem Hammer, der dieser Stock dann wurde, stand Odins Bann. Wer immer sich als würdig erweist, diesen Hammer zu heben, bekommt die Kräfte von Thor. Ganz recht. Jeder, der sich als würdig erweist,
Deshalb ist aber nicht automatisch jeder, der ihn hebt, würdig. Der Hammer ist mehr als nur ein Hammer. Er verleiht eine Vielzahl an Kräften, auch an Thor. Und diese Kräfte verdrängen sich auch nicht, sondern werden quasi den bestehenden Kräften noch hinzugefügt. Dadurch erhält er zum Beispiel im aktuellen Comic Run, nachdem er zum König von Asgard wird, noch die Odin Force und kurz darauf die Power Cosmic von Galactus, als dieser ihn zu seinem neuen Herald macht, um gemeinsam mit dem gigantischen Weltenfresser das Universum vor einer neuen Bedrohung älter als das Universum zu retten. Gemeinsam begeben sich in den Kampf gegen den sogenannten Black Winter, eine Seuche, die ganze Universen bereits ausgerottet hat. Auf dem Weg dahin muss Galactus sich aber stärken und dies tut er, indem er eben Welten frisst. Thor versucht trotz seiner Funktion als Galactus Herald die Planeten in diesem Weg zu retten und zu beschützen. Und hier sieht man, wie mächtig Thor eigentlich ist, weil er sich eben gegen Galactus wehren kann. Während dieser Story erfahren wir auch, dass nicht nur Mjölnir nun anderen Bedingungen unterliegt, Loki kann ihn zum Beispiel heben, er wird auch für Thor immer schwerer zu tragen. Wohl möglich wird der neue Herald of Galactus gerade immer und immer unwürdiger. Und zwischen den Ausgaben dieses Comic Runs kommt nun eine ganz eigene Story hinzu, die aus einer Kooperation zwischen Fortnite und Marvel entstanden ist. Und da ich bei dem großen Star Wars Fortnite Event ja leider wirklich coole Sachen verpasst habe und erst Monate später mitbekommen habe, habe ich mir dieses Mal gedacht, dass ich mich doch direkt mal in das Spiel und die Story der neuen Season mit dem Titel Nexus War reinwerfe. Und das ist tatsächlich eine sehr coole Kooperation aus Spiel- und Comicverlag, die mit tatsächlich echten In-Game-Marvel-Comics, die episodenweise herauskommen und einer ganzen Menge an Helden-Skins und Items im Spiel gefeiert wird. Hier landet Thor auf der Insel und will die Bewohner vor Galactus beschützen, doch auf mystische Weise verliert er seine Erinnerungen teilweise. Er weiß nur noch, er benötigt die Hilfe der Helden der Erde und der Inselbewohner, um Galactus letztendlich aufzuhalten. Also beschwört er Iron Man, She-Hulk, Wolverine, Doctor Doom, Mystique und über den Verlauf der nächsten Wochen vermutlich noch viele, viele mehr, um sich am Ende dann gegen Galactus zu stellen. Dieses Event beinhaltet nicht nur exklusive Skins der Helden mit jeweils eigenen Superfähigkeiten, sondern auch eine Vielzahl an Herausforderungen, die den Helden, die alle unter einem Gedächtnisverlust leiden, immer mehr ihre Erinnerungen zurückgibt. Ihr spielt hier also zum Beispiel als Thor aus dem aktuellen Run oder, nachdem ihr die anderen freigeschaltet habt, dann die anderen Figuren aus den Marvel Comics in den Matches. Und über die Season hinweg könnt ihr so also immer mehr Items aus dem Marvel-Universum ansammeln, wie zum Beispiel auch das Board des Silver Surfers und so weiter und so fort. In den Runden, die ich bis jetzt gespielt habe, muss ich sagen, fand ich diese Konstellation von Thor mit einem Maschinengewehr gegen eine menschliche Banane schon ziemlich witzig, aber auch zu sehen, wie sich eben die Story im Verlauf dieser Season dann weiterentwickelt, finde ich sehr spannend. Da ist eben nochmal Zusatz zum wirklich guten aktuellen Thor Comic Run ist. Checkt doch also mal Fortnite aus, wenn ihr Bock darauf habt und stürzt euch direkt mitten in die große Schlacht der Helden des Marvel-Universums gegen Galactus. In den Comics verliert Thor mehr als nur einmal seinen soliden Griff über Mjolnir, denn würdig ist nicht unbedingt das, was man jetzt vielleicht zuerst glaubt. Würdig sein heißt jetzt nicht, dass man ein großer und stolzer Krieger ist und Risiken eingeht, nein, würdig sein bedeutet in den Comics sowie in den Filmen eigentlich immer Demut zu zeigen und sich eben selbst aufzuopfern, alles zu geben, um anderen zu helfen und Leben zu retten und nicht immer nur an sich selbst zu denken. Das Ablegen der eigenen Arroganz und zu erkennen, dass es wichtigere Dinge gibt als einen selbst. Deshalb verliert Thor im ersten Thor-Film den Griff über Mjolnir und deshalb bekommt er ihn am Ende auch wieder. Deshalb kann Captain America den Hammer erst in Endgame heben, denn zu Zeiten von Age of Ultron wusste er bereits, dass Bucky Tonys Eltern tötete. Er wusste, was der Winter Soldier alles getan hatte und behielt es aber für sich. Er verfolgte seine eigenen egoistischen Ziele, wenn man so will, und das drehte sich nur um ihn und Bucky. Und dieser moralische Knoten, der löste sich dann am Ende von Civil War auf und essentiell seitdem kann er Mjolnir auch heben. Es gibt sogar aktuell Diskussionen im Fandom darüber, ob Thanos technisch gesehen würdig war, weil er sich und Dinge, die er eben liebt, opferte, um dem großen Ganzen zu helfen, aber nur weil er denkt, dass er dem großen Ganzen geholfen hat mit seinem Snap, ist das noch längst nicht der Fall und deswegen ist er auch noch längst nicht würdig. Aber Thanos hebt ja Mjolnir auch nie hoch. Woher kommt denn überhaupt der Gedanke? Die Antwort ist relativ einfach.
Stormbreaker. Ja, Stormbreaker verhält sich an vielen Stellen ganz genauso wie Mjölnir und wird in den Comics auch tatsächlich mit dem gleichen Fluch Odins belegt, der Mjölnir nicht anhebbar macht für Unwürdige. Das bedeutet, wer Mjölnir oder Stormbreaker heben kann, ist würdig und bekommt Thors Kräfte. So erhalten beispielsweise Beta Ray Bill und der Frosch Throg darüber auch nicht nur asgardische Kleidung, sondern direkt auch Thors gestochene Sprache, sowie das Bewusstsein darüber, dass sie selbst Thor seien. Eine besondere Form kommt gleich nochmal mit Jane Fosters Thor-Version. Im MCU ist das jedoch anscheinend etwas anders. Der Hammer selbst ist immer noch der, der die Leute, die ihn heben, würdig macht und ihnen eben Thors Fähigkeiten gibt. Blitze, Schleudern und Co. Stormbreaker jedoch wurde von Thor mit Eitri und Groot sowie Rocket gegossen und erhielt eben keinen Fluch von der Odin-Force, weil Odin auch gar nicht mehr lebte, als das geschah. Somit kann ihn jeder heben und wir sehen das auch ganz gut darin, wie nicht nur Groot seinen Arm abgibt, sondern auch Thanos die Axt einfach fängt und Thor in den Brustkorb stecken will, bevor er dann von Cap gehämmert wird. Und in dieser Szene passieren ja auch noch ganz andere Dinge. Cap wirft Blitze, welche laut Ragnarök ja in Thor selbst entstehen und eben nicht durch den Hammer kommen. Dennoch erhält Cap hier die Fähigkeiten Thors. Der Hammer kehrt auch zu seiner Hand zurück und auch Stormbreaker gehorcht ihm. Er kann wie gesagt Blitze und das Wetter kontrollieren und die Schwerkraft eben besiegen mit Hilfe Mjölnirs, weil, wie gesagt, jeder würdig erwiesene Thors Kräfte bekommt. Aber tatsächlich ist da auch noch nicht Schluss, denn Mjölnir verleiht, zumindest in den Comics, noch eine ganze Menge anderer Kräfte und Eigenschaften, von denen wir in den Filmen bisher noch gar nichts gesehen haben. Von den altbekannten Wettermanipulationen, die tatsächlich bis zum Erschaffen von Sonnenstürmen reichen, also das, was man generell auch mit Thor verbindet, Blitze werfen und Co., werden durch den Hammer nur verstärkt, da er selbst ja diese Fähigkeiten selbst hat, weil der Hammer kombiniert das quasi nochmal zu noch stärkeren Blitzewerfen. Flug und das Manipulieren von Gravitation bis hin zu dem Aussenden von sehr starken Energiestrahlen, die katalysiert sogar Celestials zerfetzen können, ist alles bei Mjölnir dabei. Außerdem kann mit Mjölnir Energie absorbiert bzw. umgeleitet werden, um Explosionen oder mächtige Gegner zu entkräften, ja selbst Teleportation durch sehr schnelles Schwingen des Hammers und dem Öffnen eines Wurmloches ist möglich. Mjölnir kann kosmische Energie manipulieren und speichern sowie aussenden, den Nutzer des Hammers unsichtbar machen, Energie aus der Dark Dimension abziehen, eine Illusion aufdecken, telepathische Nachrichten durch die Nine Realms schicken und zu guter Letzt kann keine Kraft aus außer die des Allvaters, also die Odin-Force, Mjölnir irgendetwas anhaben. Man merkt, Mjölnir ist ultra lange im Marvel-Universum und wurde schon oft aufgrund seiner magischen Herkunft dafür verwendet, eben irgendwie aus kniffligen Situationen mit bisher unbekannten Fähigkeiten des Hammers zu entkommen. Durch einen Hammer unsichtbar werden. Was? Thor selbst, beziehungsweise der aktuelle Träger des Hammers, kann übrigens auch die Würdigkeitsregel aushebeln und jemanden einfach Zugriff auf Mjölnirs Kräfte geben. Zumindest in den Comics hätte Thor also auch einfach Cap gewähren können, den Hammer zu heben und Thanos eben eine reinzuknüppeln. Im MCU scheint das aber eben anders zu sein, da Thor hier ja selbst überrascht zu sein scheint, dass Cap das machen kann. Allerdings könnte sich unser Verständnis von Thors Hammer, Unterschied zwischen Comics und MCU, auch bald ändern, denn im MCU wird mit Thor Love and Thunder, eine der jüngeren Thor-Versionen eingeführt, Jane Foster als Thor. Und ja, es ist jetzt nicht Jane Foster im Outfit von Thor, es ist Jane Foster, die sich als würdig erweist und legit und mit dem ganzen Herzen Thor ist. Sie wird so angesprochen, sie nennt sich selbst so, sie ist Thor. Das passiert in den Comics unter einer Reihe von Umständen, die dazu führen, dass sie sich eben dann als würdig erweist, wo der echte Thor es nicht mehr ist. Und dadurch muss sie eben die Rolle des Mighty Thor annehmen, um die Nine Realms zu beschützen. Sie ist ein eigener Charakter mit einer definitiven Begründung für diese Rolle und kein reiner Gender-Swap. Und wie gesagt, Thor wird dann später auch irgendwann wieder würdig. Im MCU wird das vermutlich auch eher über eine Art Multiversen-Storyline ablaufen, wie ich schätze. Einige vermuten, dass in der Realität, in der Loki mit dem Tesseract in 2012 geflohen ist, Dinge eingeleitet werden, die dann zu Thors Tod in dieser Realität führen. Daraufhin muss dann Jane hier einfach die Rolle des Thor in den Abläufen, die normalerweise The Dark World wären, übernehmen und besiegt in ihrer Realität dann die Dark Elves an Thors Stelle. Und über Verschmelzungen der Realitäten treffen dann eben in Love and Thunder Loki aus 2012, Jane Foster und Fat Thor aufeinander und erleben ihr eigenes neues kleines Abenteuer eben mit zwei Thors. Thorin?
Potpourri. Und spätestens dann wird uns vermutlich erklärt, wieso Cap in Endgame dann keine asgardische Rüstung erhalten hat und plötzlich in gestochenem Altenglisch spricht, sondern einfach nur ein blitzewerfender Muskelmann wird. Aber macht euch auf eine Jane Foster gefasst, die sich eben nicht verhält wie Jane Foster, sondern wie Chris Hemsworths Thor gemischt mit Jane Foster. Das passiert, da in den Comics der Hammer eben in gewisser Weise auch Thors Erinnerungen in sich trägt, die Odin eben von ihm nahm, als er ihn auf die Erde bannte und zu Donald Blake machte. Und wo Donald Blake dann durch den Hammer in Thor transformiert wurde und sich dann wieder erinnerte, wer er eigentlich war, so erinnert sich eben auch jeder neue Würdige daran, als wäre es seine eigene Vergangenheit. Daher haben wir im Comic-Universum dieses Pferde-Alien, Beta Ray Bill, einen Frosch und eben Jane Foster, die allesamt unterschiedliche Personen sind und nach dem Heben des Hammers eben Thors gesamte Erinnerungen bekommen und zumindest kurzzeitig denken, sie selbst seien Thor. Seine Erfahrungen, Erinnerungen, Kräfte, alles verschmilzt mit ihrer eigenen Vergangenheit zu einem großen Ganzen, was nicht mehr voneinander unterscheidbar ist. Und genau das bedeutet es, würdig zu sein und Mjölnir zu heben. Deshalb sind nur wirklich wenige Leute wirklich voll und ganz würdig in den Comics und deshalb gibt es auch dort wohl bald, so wie in den Filmen, mehrere Thors. Jetzt seid ihr aber erstmal for now up to date, was die aktuelle Situation angeht und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hier könnt ihr ein Abo dalassen und noch mehr solche Videos anschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Rinnihauen.